Jetzt wollen wir einmal unser Mehl abwiegen und dazu gucken wir einmal hier auf unsere digitale Waage zum Beispiel. Ja, das ist jetzt erstmal noch eine Null, ne? So, was haben wir jetzt? 24 Gramm. Sehr gut, guck mal, 24 Gramm. Das heißt, mach ruhig mal noch ein paar Löffel rein. 206. 206, das reicht. Der war zu viel. Kannst du mal einen zurückmachen? Das können wir mit der digitalen Waage machen. Und der Elias macht das jetzt mal mit der analogen Waage. Dazu haben wir da einen kleinen Marker dran gemacht. Und du guckst mal, wann ist der Zeiger an dem Marker. So, ihr Lieben, und hier haben wir jetzt Zimt. Und der Zimt, der muss wirklich oft in ganz kleinen Mengen nur in unser Essen reingemacht werden, weil der sehr intensiv ist. Und dann nehmen wir sowas wie eine Messerspitze. Das ist wirklich nur hier vorne so drauf. Und dann kann ich mir den da reinmachen. So, ihr Lieben, jetzt wollen wir einmal schauen, wie man mit einem Esslöffel bzw. einem Teelöffel das Öl abwiegen kann. Genau, dazu würde ich dir jetzt, wenn du den mal gerade hältst, ein bisschen was in den Löffel machen. Du sagst mal Stopp, wenn der Löffel voll ist, okay? Dann macht das mal in die Schüssel rein. Hervorragend. Ihr seid der Kracher. So, ihr Lieben, jetzt wollen wir einmal Wasser abmessen mit dem Messbecher. Und dazu gehen wir hin, haben wir wieder so einen kleinen Marker. Den kleben wir jetzt hier wohin? Auf die 200. Auf die 200, weil wir brauchen 200 was? Wasser. Was 200? Was sind das? Wasser. 200 Milliliter, ne? Genau, guck mal hier. Und du, Luna, darfst das einmal schütten. Du kannst auch mit zwei Händen festhalten. Genau. Und der Elias, der schaut mal, wann die 200 Milliliter. Das machst du super. Stopp! Sehr gut. Das war ein klares Stopp. Also wir haben jetzt unsere 200 Milliliter Wasser und können dann weitermachen. Ne? Super. Wasser.